Salut zusammen und willkommen bei Speedy Swiss Gaming. Wie ein paar von euch schon haben mitbekommen, ich war am 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber habe ich ein Video gemacht, ein kurzes Trailer-Video, das ihr gerne auf meinem YouTube-Kanal könnt anschauen könnt, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und ich habe auf jeden Fall riesen Bock drauf bekommen, Nordschleife zu fahren. Und das mache ich heute, wie ihr seht, in Project Cars 2. Für das habe ich mir das Rennen zweckgelegt. Ich fahre mit dem Mercedes AMG GT3. Wir nehmen hier die kombinierte Nürburgring-Nordschleife-Variante, wo sie am 24-Stunden-Rennen auch fahren. Fahre aber natürlich nur 3 Runden. Habe hier einen fliegenden Start. Wie üblich, ein bisschen Nebel mit dem Rennen. Und wir starten hier am Nachmittag um 5 Uhr und fahren dann mit dem Zeitverlauf etwa so bis am Abend um 11 Uhr, 12 Uhr. Also werden wir dort sicher in die Nacht reinfahren über die 3 Runden. Ich habe sicher mal noch vor, so etwas wie ein 24-Stunden-Rennen zu simulieren. Weiß aber noch nicht genau, ob ich das dann selber aufnehme oder ob ich das gerade irgendwie in einem Community-Rennen verbinden könnte. Wäre für mich sehr cool, wenn man da mit Bahnen wie ein 24-Stunden-Rennen simulieren kann. Irgendwie so, keine Ahnung, 2 Stunden oder so, etwas dort rum. Wäre wirklich noch geil. Und ja, ich fahre hier gegen 29 Gegner auf einer 90er-KI-Stufe, 70 Aggressivität. Wir starten im Mittelfeld und laufen das Ganze hier an Laden. Bin gestern die Kombination gefahren, auch in Nacht, und es macht einfach Riesenspass, auch in Assetto Corsa. Es ist einfach riesen geil, weil die Strecken sind wirklich sehr identisch. Also jetzt in dem Spiel merkt man, die Umgebung von Strecke teilweise ist nicht ganz gleich wie in echt. Das ist definitiv, aber der Streckenverlauf und die Strecke an sich ist wirklich eigentlich identisch. Vielleicht auf irgendwelche Bemalungen Strecke nicht, aber an sonst kann man das wirklich sehr gut vergleichen hier. Und ich lade mir hier mein Setup, das ich mir da gestern an Zweck gelegt habe, gehe da gar nicht noch speziell drauf ein. Ich glaube, wir starten am besten direkt zu trennen. Boxenstopp machen wir sicher nicht. Ah, zwar, ich muss gerade schauen. Genau, ich werde hier mit weichen Slicks starten. Habe ich nämlich gestern gemerkt, dass wenn man das auf automatisch lädt, dass es immer die harten Slicks drauf nimmt. Und mit den Weichen ist man einfach gerade nochmal einen Zacken schneller. Haben wir das eben gestern mal noch zurückgestellt, weil ich bei Gewitter bin gefahren, Nordschleife in Nacht. Ist wirklich enorm geil mit den Blitzen in Project Cars 2. So, sieht eine schöne Startaufstellung. Wie in echt hier. Dann geht's hier gleich los. Ich starte jetzt mal in dieser Ansicht. So. Da sehen wir nur das Wichtigste. Streckenansicht etc. müssen wir unbedingt sehen. Und hier sehen wir die erste Kurve. Ja, geht's auch jetzt noch. Läuft ein bisschen chaotisch ab. Da gibt es immer ziemlich Crashs. Problem. Ich probiere das so ein bisschen ausdürren zu fahren. Da machen sie zum Teil eben auch schon das Loch zu, dass man nicht überholen kann. Ja, falls euch das Video gefällt, würde mich natürlich über ein Like freuen. Und falls ihr auch Bock drauf habt, 24-Stunden-Rennen, Community-Rennen, also wie gesagt, wir fahren nicht 24 Stunden lang, sondern es wird irgendwie 2 Stunden lang sein und dann
simulieren wir das Ganze einfach auf 24 Stunden. Wenn ihr dort Bock drauf habt, schreibt mir doch einen Kommentar. Und dann können wir das Ganze über die Teamgruppe organisieren. Und jetzt geht es hier, erste Kurve Nordschleife. War ein schlechter Start gewesen. Davor raucht irgendetwas. Oh, ein riesen Crash. Okay, heftig. In echt wären die beiden auch jetzt nicht mehr weitergefahren. Aber bei mir ist jetzt, glaube ich, der Schaden ganz ausgeschaltet oder nur Days. Gerade aus dem Grund, weil halt Computergegner zwischendurch auch Fehler machen. Und natürlich ich auch. Für das man hier 24 Stunden lang ohne Fehler kann durchfahren kann, ist erstaunlich. Ob jetzt das in einer Rennsimulation ist oder in echt. Selbst in einer Rennsimulation ist es schwierig. Und in echt noch viel mehr. Da steht irgendeiner der verkehrt weg auf der Strecke. Was ist denn da los? Gestern habe ich das Ganze noch gefahren mit Strassenfahrzeugen, die ich teilweise runden konnte. Und dort hat es mir dann meistens gelbe Flaggen angezeigt. Wieso das jetzt da vorher keine gelbe Flagge ist aufgekommen, weiss ich auch nicht genau. Ob das einfach so erst gerade ist passiert. Leichter Kontakt. Wir schauen schnell, wir sind auf Platz 6 mittlerweile. Ihr seht hier Computergegner fahren zum Teil so ein bisschen neben der Ideallinie oder neben der Ideallinie, neben der Strecke auf Gras. Und in echt machen sie das auch recht oft, habe ich gesehen, auch anfangs Notschleifen. Dass sie dort mehr oder weniger über Curbs scheiße, abkürzen. Und dann über das Gras fahren. Und ja, ich schwiege mal wieder ein bisschen, ich konzentriere mich da auf das Fahren. Okay, da ist er ab der Strecke gekommen, aber ich habe dann ein bisschen den gleichen Fehler gemacht. Zu fest bremsen, dann hat er das zu wenig eingelenkt. Da zuerst mal durchs Karussell. Nein! Scheiße! Bin ich da ein bisschen weit runtergekommen und er hat mich völlig weggedreht. Und wenn man mal im Karussell quer steht, hat man verloren. Aber nur einen Platz verloren, sollte man eigentlich auf Position 7 sein noch. Ich sehe hier Computergegner, ich habe das Licht angelangt. Machen wir das auch mal. Es fällt nämlich auch schon ganz leicht auf den Nebel werden, denke ich.
wäre es dann echt ein bisschen früh. Ai. Was riesengeil wäre, wenn man Onboard-Kamera anschaut, vom Nordschleifen-Rennen, sieht man am Streckenrand überall Zuschauer und Pavillon und alles und vor allem auch Beleuchtung in der Nacht. Das wäre extrem geil, wenn man da noch einmal einen Mod hat, wo man dann das überall am Streckenrand eben die Beleuchtungen sind, die Sachen, die die Fans aufstellen. Das sieht schon enorm geil aus, wenn das dann am Streckenrand überall so leuchtet. So, jetzt da hoffe ich, komme ich noch ein bisschen Windschatten über. Ist jetzt zwar ein bisschen weiter weg. Da 285. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht KI hinten rein fahre. Geht hier aber Kopf an Kopf das Startziel. Ja, mit leichten Nebel und die Sonne, die untergeht, sieht es einfach schon enorm geil aus. Ah, da bremst er gerade sehr früh. Die McLaren. Hier den Molson zu überholen. Okay, Ray, you're in 6. T5 is not far away. So you can catch him. Ich bin sehr schnell drin. Also, schon gesehen auch irgendwie. Ich muss da ziemlich mit dem Fahrzeug kämpfen, also das Setup ist da wirklich noch nicht so super eingestellt. Bremsen blockieren meistens sehr stark und da muss ich wirklich enorm aufpassen. Nicht zu fest anbremsen vor der Kurve, um in eine quere Kurve zu rutschen. So, mittlerweile sollten wir genau wieder auf Platz 6 sein. Können wir mal die Telemetriedaten einblenden. Hoi. Aber
gestern bin ich wirklich das Zimmer abgedunkelt und dann in dieser Ansicht gefahren. Bei Nacht und Gewitter. Das ist enorm geil. Also wirklich, da ist man dann völlig drin. Vor allem, wenn man dann, ich glaube, eben gerade 5-6 Runden gefahren am Stück. Und das Feeling ist schon super. Und jetzt hier ist es nicht so spannend mit den Computergegnern. Gestern ist es noch etwas mehr auf der Strecke passiert. Aber ich denke, da werden wir jetzt noch ein paar Kopf-an-Kopf-Rennen haben. Und da ist noch ein bisschen probieren, vorne zu kämpfen. Ja, da zieht er schon ein bisschen über, der Audi. Fotos ist da das Loch zumachen, aber wir sind schon zu weit nebendran. Aber da weiss ich, die Kurven packen sie einfach enorm schnell. Da kann ich nicht mithalten. Ich muss mich da wieder zurückziehen. Das war schon eng gesehen wie am Morgen. Ja, da haben wir definitiv noch unser Kopf-an-Kopf-Rennen. Mit dem Audi. Ja, gerade ein bisschen schnell in die Kurve. Aber jetzt hier sollte eigentlich der Windschatten wieder herkommen. Aber ich glaube, vor dem Karussell werden wir den nicht überholen können. Ausser jetzt hier plötzlich noch gerade. Ja, aber da wird es auch wieder eng. Gefährliche Sache auf jeden Fall. Aber es macht es einfach enorm spannend. Platz 5. Das macht ein bisschen besser, das Karussell hoffentlich. Man sieht, es fährt langsam schon von dunkel werden. Die Sonne ist jetzt auch gerade untergegangen. So, da Brünken das Loch ab. Da sieht man gerade Brünchen, wenn man weiss, wie es aussieht, der links neben der Strecke, sieht es im Spiel ein bisschen anders aus, von der Höhe vom Gras etc. Also von Höhe vom Boden, wo die Leute stehen etc. Ist alles ein bisschen anders, aber wie gesagt, es ist neben der Strecke. Aber die Strecke an sich ist wirklich ziemlich identisch zur rechten. Karussell, da kann man sich echt mit einem riesen Speed durch. Auch da sind wir leider wieder zu weit weg
dafür richtig Windschatten abzubekommen. Was natürlich im 24-Stunden-Rennen auch enorm schwierig war, sind ja noch andere. Sie haben irgendwie 150 Fahrzeuge auf der Strecke. Und davon noch andere Klassen, die einfach auch teilweise 2 Minuten länger brauchen, für eine Runde zu fahren. Und diese Fahrzeuge sind natürlich auch auf der Strecke im Weg. Ich werde dann wahrscheinlich das Ganze in Assetto Corsa probieren zu simulieren. Dort kann man nämlich mit 70 Fahrzeugen auf der Strecke. Und die verschiedenen Klassen. Und dann, wenn man mehr Runden fährt, muss man natürlich dann auch die überrunden. Und es wird dann auch noch eine gewisse Challenge sein, dort super dran zu vorbeikommen. Geht ein bisschen spät in die erste Kurve bremsen. Und gerade in der Nacht ist es so oder so enorm schwierig. Wenn man auch die Fahrzeuge nicht recht sieht, respektive auch wenn die Fahrzeuge, die überrundet werden, dann gar nicht recht mitbekommen, ah, jetzt kommt einer von hinten. Und dann irgendwie noch müssen Platz machen. Okay, mate, you're on it now. Let's try and take him on this lap. Force and error, just a big pressure. Also mal schauen, ob wir den heute zum Fehler zwingen. Wie er das so schön gesagt. Das ist schon mal knapp geworden. Und jetzt hier Kopf an Kopf. Da kommt er auch sehr weit raus, muss man ein bisschen aufpassen. Hey! Da hat er jetzt plötzlich sehr heftig übergezogen. Plötzlich. Er war natürlich von mir auch ein bisschen aggressiv, hier jetzt noch schnell zu überholen oder mich noch vorne zu zwängen, aber eigentlich hätten wir dort schon mehr Platz lassen. Aber wie schon mal gesagt, in echt passiert genau so Zeug eben auch. Und da muss man wirklich halt auch Rücksicht nehmen auf die anderen Fahrer nehmen oder auch eben auf Computergegner halt. So, mit Wille Platz 4. Leicht hupen, das macht schneller. Piss dich! Davor ist schon einer rechts auf die Straße gekommen. Und das kostet mir jetzt je nachdem den Platz. Und jetzt noch eine Runde Adrenalin pur. Da wollte ich mir jetzt das Loch zumachen, aber anscheinend hat er das nicht davon abgehalten, so zu spät die Kurve zu bremsen. Und jetzt, oh. Jetzt wird es eng.
Jetzt merkt ihr, es ist ziemlich dunkel. Man sieht, die Kurve ist nicht mehr so gut gekommen. Nein, da kann ich schlecht raus beschleunigen. Jetzt sind wir da schon wieder hinten dran. Rechts antäuscht und dann links überholen. Ja, trotz 70% Aggressivität von 120 sind sie doch hier zum Teil ziemlich heftig am Platz verteidigen. Und auch Stärke 90 ist jetzt eigentlich mittlerweile, sie sind sehr gut unterwegs, habe ich das Gefühl. Vielleicht bin ich schlechter geworden oder Computergegner besser. Ist auch ein bisschen beides, denke ich mal. Nein. Da habe ich jetzt irgendwie mit den Bremsen ein bisschen Probleme gehabt. Wieder habe ich gemerkt. Schön verwünscht. Ja, die davor liefern sich auf jeden Fall ein schönes Duell. Es könnte gut sein, dass es da noch Platzwechsel gibt in Dettinger Höhe jetzt gerade mit dem Windschatten. Aber ich werde da sicher nicht mehr herkommen. Und jetzt darf ich noch. Ja, viel fällt eigentlich nicht. Wir sind, wie ihr seht, Platz 3, also wir sind schon mal auf dem Podium. Für das wir im Mittelfeld sind gestartet, ist schon mal super. Ja, und auch wenn ich das erst spät anbremse, habe ich keine Chance mehr. Platz 2 zu kommen, aber trotzdem absolut geiles Rennen gesehen. Es macht einfach riesen Spass, egal ob es ein Project Cars 2 ist, Assetto Corsa oder was auch immer, Nordschleife zu fahren. Definitiv, ich tue mir da noch die Wiederholung aufnehmen, damit ich euch das einblenden kann. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video auf Speedy Swiss Gaming. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, ich würde mich sehr über ein Like freuen. Und ja, mein Trailer-Video findet ihr auch auf meinem YouTube-Kanal vom echten 24-Stunden-Rennen Nürburgring. Und ja, in dem Fall bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.
Hier seht ihr noch Links zu anderen Videos auf meinem Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischauen würdet. Auf Speedy Swiss Gaming. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.